Hi und willkommen in Frankfurt am Main. In der einzigen deutschen Stadt mit Skyline, eine tolle Stadt, geprägt vom Bankenviertel, Einkaufszentren, vielen Parks und einem tollen Nachtleben. Die kulturelle Vielfalt und Internationalität der stolzen Stadt sind an jeder Ecke erkennbar. Auch unser Tor zur Welt, der berühmte Frankfurter Flughafen, ist hier zu finden. Und hier sind wir, das größte Flughafen- und Kongresshotel Europas. Herzlich willkommen im Sheraton Frankfurt Airport Hotel und Conference Center. Wir bieten unseren Gästen 1008 Zimmer, 60 Veranstaltungsräume und unser Team besteht aus 350 Mitarbeitern. Durch 40 Jahre Erfahrung sind wir ein Hotel, das sein Handwerk versteht. Ich bin Jenny, 20 Jahre und gerade im ersten Lehrjahr meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau. Hotelfachfrau ist sozusagen die Kombination aus Restaurantfach und Hotelkauffrau. Die Ausbildung besteht aus drei Teilen, das sind Food and Beverage, also das Restaurant, die Bar, Bankett, dann die Roomsabteilungen, Housekeeping, Front Office und natürlich die Accounting-Bereiche, also Buchhaltung, Sales etc. Ich habe direkt am Anfang meiner Ausbildung gemerkt, man lernt hier wirklich die verschiedensten Menschen kennen. Nicht nur die Gäste, auch unsere Mitarbeiter kommen ja aus aller Welt und so kann man wirklich seine Sprache, aber auch seine Menschenkenntnis verbessern und erweitern. Und ja, das würde ich mir wirklich nicht entgehen lassen. Ich bin Koch im zweiten Lehrjahr. Durch die Größe unseres Hotels haben wir 4 Küchen. Die 5. ist die Showküche, in der ich zurzeit bin. Durch meine Ausbildung erfahre ich viel auch durch im Service in einem unserer Restaurants. Wir durchlaufen auch die Warenannahme, wo wir erfahren, wie die Ware angenommen wird, wie sie verschickt wird und alles Mögliche. Die Arbeit mit meinen Azubi-Kollegen ist hervorragend. Ich treffe mich auch privat mit ihnen und habe durch sie viel gelernt. Und das Coaching von meinen Ausbildern und meinen Chefs ist wirklich gut und hilfreich vor allem. Also ich kann es nur empfehlen. Hallo, mein Name ist Carlotta, ich bin 21 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau. Ich bin momentan im dritten Lehrjahr und arbeite in einem unserer beiden Restaurants in unserem Hotel. Wir haben auch noch 2 Bars, ein Café in der Lobby. Und in meiner Ausbildung war ich auch an der Warenannahme, in der Cost Control, im Room Service, in unserem Sheraton Club, das ist unser VIP-Bereich. Und natürlich auch in der Küche. Restaurantfachfrau ist nicht nur Teller tragen. Es ist auch wichtig, eine sehr gute Produktkenntnis zu besitzen, um den Gästen was verkaufen zu können natürlich. Und außerdem, was ich gelernt habe hier in den 3 Jahren bis jetzt, ist mit Stress umzugehen, ruhig zu bleiben. Und ja, meine eigene Grenze hat sich horizontal sehr erweitert dadurch. Und ich freue mich jetzt, das, was ich alles gelernt habe, beruflich in Taten umsetzen zu können. Hi, ich bin Daniel, 20 Jahre alt und befinde mich in meinem 2. Ausbildungsjahr zum Hotelkaufmann. Der Unterschied zum Hotelfachmann ist, dass unser Schwerpunkt auf dem kaufmännischen Bereich liegt. Selbstverständlich arbeiten wir genauso im operativen Bereich wie alle anderen. Die letzten Monate der Ausbildung verbringen wir jedoch in den Abteilungen Buchhaltung, Einkauf, Personalwesen und Sales. Ich bin seit dem 2. Lehrjahr Azubi-Sprecher. Die Azubi-Sprecherwahl findet jedes Jahr statt und jedes Mal werden 3 Azubi-Sprecher gewählt. Wir sind sozusagen das Verbindungsglied zwischen den Azubis, dem Betriebsrat sowie der Geschäftsleitung. Den Ausbilder, den du hier zu Beginn deiner Ausbildung zur Seite gestellt bekommst, hilft dir mit Tipps und unterschreibt dir deine Berichte. Diesen und viele neue Kollegen lernst du bei unserem gemütlichen Get-Together, dem Welcome, kennen. Ich freue mich, meine Ausbildung hier zu machen und nehme viele Erfahrungen für mein weiteres Leben mit. Das waren 4 unserer jetzigen Auszubildenden. Kommen wir zu denen, die ihre Karriere bei uns begonnen haben. Als jetziger Front-Office-Manager habe ich 2004 bis 2007 hier meine Ausbildung gemacht, als Hotelkaufmann damals. Ich bin dann selber nach der Ausbildung nach New York in St. Regis, wunderschönes Hotel in einer ganz tollen Stadt, war für mich eine Riesenchance und war dann da 6 Jahre insgesamt.
Und bin dann von dort als Frontdesk-Manager wieder hier zurück ins Hotel gekommen und habe mich wirklich wieder für dieses Haus entschieden, weil einfach für mich die Entwicklung, die Erfahrung, die Bandbreite von allen möglichen Situationen hier so interessant ist, die sonst kein anderes Haus in der Masse bieten kann. Viel Arbeit, viele Stunden, viele Tage, viele Wochenenden, Abende, aber immer mit Spaß, immer mit Fleiß, und die Leute, die dabei sind, machen das Ganze besonders. Ich arbeite im Sheraton Frankfurt Airport Hotel als Training Manager. Die Position des Training Manager ist lustigerweise das, was ich an meinem ersten Tag hier im Hotel machen wollte, als ich hier begonnen habe mit meiner Ausbildung zur Hotelkauffrau. Die Ausbildung ging 3 Jahre, hat mich durch viele, viele spannende Abteilungen durchgeführt. Ich hatte ein spannendes Team und habe mich dann nach meiner Ausbildung entschlossen, im Housekeeping zu arbeiten, wurde übernommen als Office Housekeeper. Das habe ich 1 Jahr gemacht. Danach bin ich nach Heidelberg gegangen auf die Hotelfachschule und habe dort mein Studium gemacht zur Hotelbetriebswirtin und bin dann insgesamt nach 9 Jahren Abwesenheit wieder zurückgekehrt in Sheraton Frankfurt Airport Hotel, und es macht mir super viel Spaß, das jetzt umzusetzen, was ich schon damals in meiner Ausbildung gelernt habe. Auch hier im Westin Grand in Frankfurt arbeitet einer unserer ehemaligen Azubis. Schönen guten Tag, mein Name ist Sandro Bormann, ich bin der Area Manager Germany North. Bei Starboard seit nunmehr fast 25 Jahren tätig und habe meine Karriere auch hier in Deutschland im Sheraton Frankfurt Airport Hotel begonnen. 1991 habe ich meine Ausbildung angefangen und bin dann nach der Ausbildung recht bald ins Ausland gegangen. Ganz typischerweise wollte ich eigentlich nur 1 Jahr ins Ausland gehen und bin dann insgesamt 20 Jahre lang geblieben. Stationen waren unter anderem das UK in London, Polen. Ich habe die Eröffnung vom Westin in Warschau gemacht, war dann 3 Jahre lang in Asien, durfte dann auch noch die Umstrukturierung im Westin in Paris vornehmen und bin letztendlich dann wieder nach 20 Jahren zurückgekommen in meine Heimat hier in Frankfurt und begleite dabei jetzt die Position des Area Managers für unsere Region. Ich bin General Manager am Sheraton Frankfurt Airport Hotel mittlerweile seit 15 Monaten. Habe die letzten 20 Jahre im Ausland verbracht. Für mich war es immer wichtig, nach Möglichkeit sehr viel unterwegs zu sein, andere Kulturen kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen und mich da eben auszuprobieren. Und da bietet sich natürlich die Hotellerie besonders an. Sheraton hat über 450 Hotels weltweit. Und da gibt es natürlich für junge Auszubildende nach der Ausbildung ganz wichtig, die Anschlussmöglichkeit, die Karriere weiter international auszubauen. Die Auszubildenden sind das frische Blut, das jedes Hotel braucht. Die neuen Ideen, die neuen Impulse sind unheimlich wichtig. Wir haben auf der einen Seite langfristige Mitarbeiter, deren Professionalität die Säulen jedes Hotels sind. Aber die neuen Mitarbeiter sind wichtig, weil eben neue Impulse gesetzt werden. Und wir leben von Innovationen, um einfach die Gäste jederzeit zufriedenzustellen. Selfie-Time!